Und so geht Moritz Stark, der den Toten Zeit seines Lebens diente, nun selbst den Weg allen Fleisches. Denn wir alle sind bloß Reisende in dieser Welt, die nur einen Augenblick verweilen, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Millimeter. Der Rest ist Staub. Kann man das Projektil noch einer Waffe zuordnen? Nicht ganz leicht, aber ich krieg's hin. Ich warte dann oben. Ich habe soeben mit der zuständigen Amtsärztin gesprochen. Sie hat die bei Verbrennungen amtlich vorgeschriebene zweite Leichenschau vorgenommen. Lassen Sie mich raten, sie hat schlampig gearbeitet? Exakt. Sie hat weder ein Einschussloch noch sonstige äußeren Verletzungen festgestellt. Dabei behauptet sie, den Toten vorschriftsmäßig untersucht zu haben. Und? Glauben Sie? Ach, wissen Sie, bei 5 Verbrennungen pro Tag schauen manche Kollegen eben weniger genau hin. Sie schauen eben auf den vom Hausarzt ausgestellten Totenschein, lesen natürliche Todesursache, in diesem Fall Herzinfarkt, und vertrauen darauf, dass es stimmt. Und? Die muss ja nicht in der Leiche gesteckt haben. Das sehe ich auch so. Sondern? Es könnte genauso gut in der Anzugstasche des Toten gewesen sein. Oder im Sarg. Jemand schießt. Auf einen Baum. Der Baum wird irgendwann gefällt, zu einem Sarg verarbeitet und landet im Verbrennungsofen. Dort taucht das Projektil wieder auf. Also das ist wohl das Letzte, worauf ich gekommen wäre. Frau Stark, dürften wir Ihnen noch ein paar Fragen stellen oder sollen wir besser später wiederkommen? Nein, ist in Ordnung. Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Mann keines natürlichen Todes gestorben ist? Nein. Sie können sich auch nicht erklären, woher das Projektil stammt? Ich war bei der zweiten Leichenschau dabei. Der Verstorbene war völlig unversehrt und ich habe schon viele Tote gesehen. Herr Rössle ist, er war ein befreundeter Kollege meines Mannes. Er war so freundlich und hat die Kremierung und die Beisetzung durchgeführt. Moment mal, Sie beauftragen ein fremdes Institut mit der Bestattung Ihres Mannes, obwohl Sie selbst eins besitzen. Sie werden doch wohl kaum von uns Angehörigen erwarten, dass wir selber auf den Knopf drücken, um die Leiche meines Bruders in den Ofen zu befördern. Lass gut sein, Philipp. Ich will bloß, dass dieser Albtraum ein Ende hat. Können wir die Kleidung sehen, die Ihr Mann als letztes getragen hat? Das geht nicht. Warum? Weil wir den Anzug für die Kremierung verwendet haben. Es war sein Lieblingsanzug. Und er war unversehrt. Kein Riss, kein Loch. Nichts, was auf das Eindringen einer Kugel hingedeutet hätte. Ich habe meinen Bruder vor der Kremierung gewaschen. Glauben Sie, ich hätte ein Einschussloch übersehen? Das ist sicher nur ein großes Missverständnis. Moritz Stark ist eines natürlichen Todes gestorben. Dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Wir werden Sie gegebenenfalls noch als Zeugen befragen. Würden Sie uns die Stelle zeigen, wo Sie Ihren Mann gefunden haben? Aber... Natürlich. Hier hat er gelegen.
Ich wusste sofort, dass er tot war. Aber er musste nicht leiden. Warum? Weil er im Tod noch gelächelt hat. Mein Bruder hatte ein sehr schwaches Herz. Und es war sein dritter Infarkt. Und das haben Sie selbst diagnostiziert? Nein, das war Dr. Vettele, unser Hausarzt. Moritz hat 12 bis 14 Stunden am Tag gearbeitet. Warum ist er nicht einfach mal ein bisschen kürzer getreten? Wir gehören zu den renommiertesten Bestattern in Stuttgart. Viele wollen nur von uns beerdigt werden. Ja, weil wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in der Stadt haben. Außerdem war mein Mann sehr einfühlsam. Er hatte die Pietät im Blut und so etwas spricht sich halt herum. Sehr sauber hier. Wann wurde denn das Institut das letzte Mal gereinigt? Was denken Sie denn? Beantworten Sie einfach die Frage. Nach Moritz' Tod wurde hier nicht mehr gewischt. Das heißt, Sie haben nach dem Tod Ihres Mannes alles so belassen, wie es war? Ja. Die Reinigung gehört zu meinen Aufgaben. Ach, dann sind Sie also gar nicht Teilhaber, sondern einfach nur Putzkraft. Mein Schwager war Angestellter meines Mannes. Das heißt, er ist jetzt arbeitslos. Selbstverständlich wird mein Schwager weiter hier arbeiten. Wir werden Ihr Institut spurentechnisch untersuchen lassen. Ja. Und wir bräuchten bitte den Original-Totenschein. Den hole ich Ihnen gleich. Im Moment, die Kamera bräuchten wir auch. Die wollen Sie mitnehmen? Ja. Wissen Sie, die Fotos hier sind das Einzige, was wir von Ihrem Bruder haben. Außer der Kugel natürlich. Danke. Vielleicht hat Moritz Stark das Projektil durch eine frühere Verletzung bereits in sich getragen. Ja, das könnte doch sein. Lenin zum Beispiel wurde bei einem Attentat schwer verletzt und trug dann die Kugel bis zu seinem Tod in sich. Ja, super Hirn, aber erstens mal ist unser Toter nicht Lenin und zweitens mal wird uns das seine Witwe sicherlich erzählt. Wie gehen wir also vor? Ich will wissen, wie dieses Projektil in Moritz Stark hineingelangt ist. Dann sollten wir mal seinen Hausarzt einen Besuch abstatten. Ich meine, immerhin hat er auf dem Totenschein eine natürliche Todesursache unterschrieben. Nimm Rico mit. Komm, Rico. Privatpraxis. Wo wird als Normalsterbliche wo reinkommen? Ja, bitte. Wir kommen überall rein. Moritz Stark ermordet? Das halte ich für ausgeschlossen. Warum? Na, weil sein dritter Herzinfarkt nur noch eine Frage der Zeit war. Und das haben Sie natürlich zweifelsfrei diagnostiziert. Ja, nein, also er lag auf dem Boden und lächelte. Und bei einem lächelnden Toten erkennen Sie automatisch den Herzinfarkt? Natürlich nicht, aber er war hochgradig gefährdet. Was glauben Sie, wie oft ich ihn bekniet habe, kürzer zu treten, aber Moritz war mit Leib und Seele Bestatter. Moritz. Kommen Sie doch rein, bitte. Sie haben sich also geduzt. Wir kannten uns über 10 Jahre, da entstehen freundschaftliche Bande. Aber bei Freunden schaut man doch eigentlich ganz genau hin. Ich schaue immer genau hin. Das heißt, Sie haben die Leiche entkleidet, bevor Sie den Totenschein ausgestellt haben? Entkleidet? Herr Vettele, so wie es die Vorschriften verlangen. Entkleidung der Leiche zur Untersuchung der Hautöffnung und der Hautoberfläche. Natürlich habe ich das getan, aber Sie wissen ja, wie das ist. Wie was ist? Gehen die trauernden Angehörigen rum und wissen nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Dann haben sie sich auf den bloßen Augenschein verlassen. Viele Kollegen machen das so, das hat mit Pietät zu tun. Mit Pietät oder mit Geschäftssinn? Wie meinen Sie denn das? Dass man bei einer vorschriftsmäßigen Leichenschau möglicherweise die Angehörigen als Patienten verliert? Oder sind Moritz Starks Witwe und ihr Bruder gar nicht ihre Patienten? Doch, aber... Aber was? Edda Stark war in Tränen aufgelöst. Glauben Sie, da fange ich an, den Toten zu entkleiden, den Körper zu inspizieren und ihn rektal zu untersuchen? Tatsache ist, dass Sie alles andere als genau hingeschaut haben. Zum Glück bin ich nicht privat versichert. Stell dir mal vor, ich sterbe irgendwann mal eines unnatürlichen Todes und mein wundervoller Arzt drückt in beide Augen zu, nur meine Frau und die Kinder nicht als Patienten zu verlieren. An so eine Kleinfamilienidylle denkst du? Worüber du dir alles Gedanken machst?
Gut geputzt ist noch lange nicht gründlich. Ich konnte in der Fugenmasse Blutreste sicherstellen. Und bei der Größe des Blutflecks wird sich wohl kaum jemand nur in den Finger geschnitten haben. Reichen die Spuren für einen DNA-Abgleich? Klar. Bring mir eine Vergleichs-DNA und ich sage euch, ob das Blut hier von Moritz Stark stammt. Ja, von wem denn sonst? Was mit dem Projektil? Hast du dazu was rausgefunden? Ich bin mitten in der Zellteilung. Was? Damit ich an zwei Orten gleichzeitig arbeiten kann. Ich sehe zu, dass ich bis heute Abend Bericht fertig habe. Das Institut bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Genau. Und gib Rico bitte die Unterlagen. Vielleicht schickt er der Angehörige eines unzufriedenen Kunden hinter der Tat. Hm? Steht alles bereit, inklusive der Kondolenzkarten. Genau. Was glaubst du denn? Schreiben Mörder Kondolenzkarten? Wenn sie nicht auffallen wollen, schon. Danke. Bitte. Ich verstehe das nicht. Also Moritz lag da, als würde er friedlich schlafen. Das müssen wir überprüfen. Deswegen brauchen wir die DNA ihres Mannes. Haare. Genügt eine Bürste? Ja, mein Kollege wird sich darum kümmern. Wo waren Sie denn, bevor Ihr Bruder gefunden wurde? Ich habe 18 Uhr Feierabend gemacht und bin nach Hause gegangen. Da war mein Bruder noch quick lebendig. Und Ihre Schwägerin, wo war die? Ich habe das Essen vorbereitet. Und was ist dann passiert? Ich wollte ihn anrufen und als Moritz nicht abnahm, bin ich ins Institut gegangen. Wie weit ist Ihre Wohnung vom Institut entfernt? 500 Meter? Ungefähr. Gibt es denn einen Zeugen, der Ihr Alibi bestätigen kann? Nein. Ich lebe allein. Wie war denn Ihr Verhältnis zu Ihrem Bruder? Gut. Sogar sehr gut. Und das, obwohl er der Chef war und Sie nur sein Angestellter? Moritz war in erster Linie mein Bruder. Kain und Abel waren auch Brüder. Moritz und ich waren ein Herz und eine Seele. Sieht das Ihre Schwägerin auch so? Philipp war immer schon schwierig und fühlte sich zurückgesetzt. Würden Sie mir das näher erklären? Mein Schwiegervater hat vor 11 Jahren das Institut meinem Mann vermacht. Und Philipp wurde ausbezahlt. Aber anstatt etwas mit dem Geld anzufangen, hat er es verjubelt. Er war pleite. Ja. Dann haben mein Mann und ich uns entschlossen, ihm eine Stelle anzubieten, damit er nicht völlig abrutscht. Wie hat er sich da verhalten? Es gab immer wieder Streitigkeiten wegen der Bezahlung. Wie viel haben Sie denn zuletzt verdient? 1200 Euro. Netto. Und das, obwohl Ihr Bruder einer der meistbeschäftigten Bestatter Stuttgarts war. Moritz war halt mit Leib und Seele Schwabe. Hat jeden Cent dreimal umgedreht. Aber deswegen habe ich ihn doch nicht umgebracht. Gibt es eine Nachfolgeregelung für Ihr Institut? Und wenn ja, wurde Ihr Schwager dabei berücksichtigt? Es gibt ein Testament, wonach mein Schwager 20%iger Teilhaber wird. Was bedeutet das für ihn in der monatlichen Abrechnung? Dass sich sein Gehalt in etwa verdreifachen würde. Entschuldigen Sie mich. Ja, danke. Wie ich gerade erfahre, sind Sie im Begriff, vom 1200-Euro-Sklaven zum Teilhaber aufzusteigen. Ich würde vorschlagen, wir unterhalten uns unter 6 Augen weiter. Holen Sie einen Schluck Wasser. Ich habe meinem Bruder nichts angetan, das ist die Wahrheit. Das ist der Laborbericht. Das Blut vom Fußboden Ihres Instituts stammt eindeutig von Moritz Stark.
Ich verstehe das nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass mein Bruder noch am Leben war, als ich nach Hause gegangen bin. Zu Ihren Aufgaben als Bestatter gehört doch nicht nur das Waschen, sondern auch das Wiederherstellen von Leichen, oder? Ja. Zum Beispiel, wenn jemand durch einen Unfall entstellt wurde. Sie wären also durchaus imstande, die Schusswunde so zu kaschieren, dass sie bei einer Leichenschau unentdeckt bliebe? Theoretisch schon, sofern die Wunde nicht allzu großflächig ist. Hören Sie, dieses Theater führt doch zu nichts. Das beurteilen wir später. Mein Bruder hat mir den Job angeboten, als ich am Boden lag. Ich habe ihm alles zu verdanken, da bringe ich ihn doch nicht um. Ich habe meinen Bruder trotz allem geliebt. Er war wie ein Vorbild für mich. Vorbilder werden ja auch gerne mal zertrümmert, wenn sie dann doch zu große Schatten werfen. Zumal, wenn danach ein hübsches Sonnenplätzchen auf einen wartet. Ich habe mein Leben lang noch keine Waffe in der Hand gehalten. Ich weiß überhaupt nicht, wie man damit umgeht. Laden. Entsichern. Abdrücken. Dafür braucht man keine Ausbildung. Ausgerechnet Moritz Stark, ich fasse es nicht. Warst du mit ihm befreundet? Dass ihr den nicht kennt? Das war der beste Bestatter Stuttgarts mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das alles in den Schatten stellte. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Wieso kennst du dich damit aus? Ja, ich hatte einen Vertrag mit ihm. Alter Baumbestand in der Mittagssonne. Dazu ein schöner Granitgrabstein. Rede, Musik, Blumen, alles besprochen. In deinem Alter triffst du derartige Vorkehrungen? Warum eigentlich nicht? Darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Ja, also habt ihr geglaubt, ich überlasse euch meine Beerdigung? Außerdem habe ich einen Festpreis vereinbart. Der gilt für alle Zeiten, egal wie alt ich werde. So eine Art Frühbucherrabatt, oder wie? Das war eines seiner genialen Geschäftskonzepte. Und die Toterzettel sind inklusiv? Selbstverständlich. Das heißt, je älter du wirst, desto billiger kommt dich deine Beerdigung. Genau. Ja, und irgendwann wirst du dann quasi für umsonst begraben. Das ist ja nun mal Quatsch. Aber wer weiß schon, was so eine Beerdigung in 20, 30 Jahren kostet? Eben. Und wer weiß, ob es dann überhaupt noch einen Platz für ein anständiges Begräbnis gibt. Ich geh mal gucken. Das Blut aus den Bodenfugen stammt nicht nur tatsächlich von Moritz Stark. Ich kann Ihnen inzwischen auch sagen, an welcher Stelle es ausgetreten ist. Oder sind Sie besser selbst? Moment mal, kommen Sie doch besser gleich zum Punkt, bevor wir uns wieder Ihre ekligen Zellhaufen da ansehen müssen. Es war nicht nur Blut in den Bodenfugen, sondern auch Hirnmasse, was eindeutig für einen Kopfschuss spricht. Ein 9mm Projektil hätte bei einem Kopfschuss doch irgendwo wieder austreten müssen. Nicht unbedingt. Entweder der Tote hatte eine besonders dicke Hirnschale und der Eintrittswinkel des Projektils hat ein Steckenbleiben begünstigt. Oder aber der Schuss wurde aus einer größeren Distanz abgegeben. Danke. Größere Distanz ist in dem Raum doch eigentlich gar nicht möglich. Oder ein Dickschädel. Dass der Tote lächelte, kann übrigens zwei Gründe haben. Entweder er ist wirklich lächelnd gestorben, was angesichts eines Steckschusses in der Hirnschale eher unwahrscheinlich ist. Oder? Das Lächeln könnte erst nach seinem Tod von jemand anderem herbeigeführt worden sein. Wollen Sie damit sagen, der Täter hat Moritz Stark erschossen und ihm anschließend ein Lächeln ins Gesicht gezaubert? Ja. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, dass eine solche Veränderung der Gesichtsmimik nur funktioniert, wenn die Totenstarre bereits eingetreten ist. Was bedeutet das? Dass der Täter mindestens eine Stunde am Tatort gewesen sein muss. In der Zeit hat der Täter den Tatort gesäubert und den Toten wieder hergerichtet. Er hätte damit rechnen müssen, dabei entdeckt zu werden. Die Stelle, wo Moritz Stark lag, ist von außen nicht einzusehen. Also hätte der Täter auch von innen abschließen und die Leiche in aller Ruhe präparieren können. Edda Stark hätte jederzeit im Institut aufrufen können. Ja, genau da liegt das Problem. Du meinst, sie war an der Tat beteiligt? Entweder das oder der Täter kannte ihre Gewohnheiten ganz genau. Dass sie um die Zeit immer zu Hause steht und kocht. Zum Beispiel? Womit wir wieder bei Philipp Stark wären. Zum Beispiel. Das hilft uns doch alles nicht weiter, solange wir weder die Waffe haben, noch ein belastendes Motiv, wieso Moritz Stark sterben musste. Bei der Waffe, mit der Moritz Stark erschossen wurde, handelte es sich um eine Herald. 9mm. Die ist auch nicht gerade in jeder Straßenecke aufzutreiben. Das habe ich mir auch gedacht. In Stuttgart sind davon 19 Stück offiziell angemeldet. Stark wird wohl kaum mit einer registrierten Waffe erschossen worden sein. Ich habe trotzdem Rico mal gebeten, im Umfeld des Opfers nachzuschauen, ob jemand so ein Modell besitzt. Und siehe da,
ungeheure Anmaßung ist das. Was? Die Waffe sicherzustellen, mit der Moritz Stark eventuell erschossen worden ist? Mit dieser Waffe wurde niemand erschossen. Ich habe sie in 3 Jahren ein einziges Mal benutzt, zum Probeschießen. Eine fehlt. Also wenn sich ihr Probeschießen als das herausstellt, was wir vermuten, dann nennen wir es Mord. Moritz Stark war mein Freund. Warum hätte ich denen was antun sollen? Das werden wir Ihnen nach dem ballistischen Vergleich beantworten. Und wie hätte ich die Leiche derart präparieren sollen, dass niemand den Einschuss bemerkt? Sie müssen nur geschossen haben, den Rest kann jemand anderer gemacht haben. Jemand anderes? Von wem reden Sie? Wo waren Sie, bevor Ada Stark Sie zur Leiche Ihres Mannes gerufen hat? Hier. Habt ihr Abrechnung gemacht? Gibt's dafür Zeugen? Nein, es war nach Feierabend. Da waren meine Angestellten schon weg. Tut mir leid, kein Alibi. Ich brauch kein Alibi. Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wollen Sie nicht rangehen? Nein. Das ist privat. Hey, halt, das dürfen Sie nicht. Ja, Ada hier. Ich halte das nicht mehr aus, Kurt. Ruf mich zurück. Du fehlst mir so. Ada Stark war bei mir, als es passierte. Genauer gesagt, in meinem Haus. Und was hat sie da gemacht? Ada und ich pflegen seit 2 Jahren eine intime Beziehung. Hier lang, bitte. Darf ich fragen, was das wird? Was sieht's denn aus? Lass gut sein, Lukas, das ist alles nur ein Missverständnis. Moritz ist an einem Infarkt gestorben. Ist er nicht. Was wollten Sie denn eigentlich hier? Ich wollte die Rechnung für meine Bemühungen abgeben. Das muss jetzt warten. Wenn Sie wirklich bei Dr. Vetterle waren, warum haben Sie uns dann angelogen? Mein Mann stirbt, während ich mit einem anderen im Bett liege. Ich habe mich geschämt. Verstehen Sie das nicht? Wer sagt mir denn, dass Sie jetzt die Wahrheit sagen? Ich habe Moritz kein Haar gekrümmt. Ich habe ihn doch geliebt. Aber Moritz war wie ein Besessener. Er hat nur fürs Geschäft gelebt. Für ihn waren die Toten wichtiger als die Lebenden. Immerhin haben die Toten ihnen ein luxuriöses Leben ermöglicht. Wenn es Ada um das Vermögen gegangen wäre, hätte sie nur warten müssen. Moritz Stark war ein hoffnungsloser Fall. 1-2 Jahre noch bei diesem Arbeitspensum und hätte sich selbst unter die Erde gebracht. 2 Jahre. Das ist eine lange Zeit, wenn man eine geheime Liebesbeziehung führt. Ja, für eine Liebesbeziehung schon. Aber das mit uns, das war nicht mehr als eine Affäre. Wie hätte Ihr Mann denn reagiert, wenn er davon erfahren hätte? Wie jedermann, dem seine Frau Hörner aufsetzt. Er hätte sich aufgeführt. Und die Ehe beendet? Vermutlich. Ja. Was hätte das für Sie bedeutet? Wirtschaftlich, meine ich. Sie hatten einen Ehevertrag. Ja. Jetzt sind Sie Herrin über ein florierendes Unternehmen. Ich habe nichts mit dem Tod von Moritz zu tun. Trotz alledem hat er mir immer noch Halt gegeben. Halt ohne Liebe. Das macht die Einsamkeit erträglicher.
Vielleicht kennen Sie ja das Gefühl. Wusste Ihr Schwager von dieser Geschichte? Natürlich nicht. Und wenn doch? Dann hätte er es sicherlich nicht für sich behalten. Wenn einer um die Gunst meines Mannes gebuhlt hat, dann sein Bruder. Zwischen den Brüdern hat immer eine einseitige Rivalität bestanden. Der Schwache will es dem Starken leicht tun. Ja, und wer das misslingt, dann gibt es böses Blut. Das heißt also, Sie wollen Philipp Stark die Tat anhängen? Ich werde niemand was anhängen. Ich schilde nur meine Eindrücke. Jedenfalls hat für mich kein Grund bestanden, Moritz Stark aus dem Weg zu räumen. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Ja, das Arrangement mit Edda war geradezu ideal. Eine verheiratete Frau, die zu nichts verpflichtet. Ich meine, was will man mehr? Und? Oh, Sie selbst. Ja. Ja, er ist dumm ausgeschlossen. 100 pro. Wenn dieser Doktor der Täter war, hat er jedenfalls nicht mit seiner Waffe geschossen. Hast du sonst noch was, was mir den Tag versüßt? Die Waffe, mit der Moritz Stark erschossen wurde, stammt von einem Überfall in Heilbronn auf dem Waffengeschäft. Ist ein Jahr her. Damals wurden unter anderem vier dieser Harold 9mm gestohlen. Wurde der Einbruch aufgeklärt? Mhm. Uwe Safranski wurde 63 Jahre alt. Was heißt wurde? Vor 3 Monaten ist er in seiner Wohnung gestorben, an einem Hirnschlag. Und konnte fast alle Waffen sicherstellen, bis auf eine. Eine Harold 9mm. Und? Das kann natürlich alles Zufall sein, aber Moritz Stark hat Uwe Safranski bestattet. Und nicht nur das, er wurde auch mit dem Abtransport der Leiche beauftragt. Das heißt, er hätte bei der Gelegenheit die Waffe entwenden können? Höchstwahrscheinlich. Stark ist mit einer Waffe erschossen worden, die er sich illegal besorgt hat. Das ganze Wohnhaus auf den Kopf gestellt, leider nichts. Nee, oder? Weibliche Intuition. Ausnahmen bestätigen die Regel. Das war eher die Logik des Raumes. Das ist der einzige Sarg mit einem zweigeteilten Deckel. Ich sollte wohl über einen Berufswechsel nachdenken. Mhm. Eine Patrone fehlt. Eine Stunde. Höchstens. Laut ballistischem Vergleich handelt es sich um die Tatwaffe. Fingerabdrücke? Negativ. Das beweist, dass der Täter entweder Handschuhe trug oder die Tatwaffe nach dem tödlichen Schuss gründlich abgewischt wurde. Exakt. Projektile? Darauf befanden sich Spuren des Opfers, allerdings nur seine. Demnach hat Moritz Stark eine geladene Waffe bei sich aufbewahrt, mit der er dann selber erschossen wurde. Und die vom Täter dann wieder dorthin zurückgelegt wurde, wo Moritz Stark sie für den Ernstfall aufbewahrt hatte. Er ist doch verrückt. Ganz sein Leben ist verrückt. Bitte? Entschuldigung. Was ist mit der Witwe und dem Bruder des Opfers? Die Witwe kann es nicht gewesen sein. Sie hat ein Alibi. Was ist das wert? Ja, immerhin lag sie mit ihrem Lover zur Tatzeit im Bett. Ja, aber doch nicht mit der Stoppuhr. Das ist richtig. Wo wollen Sie denn das wissen? Und da die Leiche verbrannt wurde, kann die Tatzeit nur so ungefähr bestimmt werden. Ja, so gesehen können sowohl Edda Stark als auch ihr Schwager Philipp die Tat immer noch begangen haben. Ja, und ein Motiv haben sie beide. Edda ist fremdgegangen und der Bruder ist mittlerweile Teilhaber eines florierenden Bestattungsunternehmens, womit er für sein Leben ausgesorgt hat, denn gestorben wird immer. Also Herr Kaiser, ich bitte Sie, offensichtlich sind Sie ein bisschen eifersüchtig, ja, und auch ein bisschen ängstlich, dass Ihr Bestattungs-Flatrate-Superpaket vielleicht nicht verlängert wird. Herr Stoll, kann es sein, dass Sie persönlich werden, wenn Ihnen nichts mehr einfällt?
du ja endlich. Richard, ich muss. Ja, waren wir verabredet? Nein, aber ich muss dir was zeigen. Du sag mal, habt ihr die Trauerbriefe überhaupt gelesen? Rico, warum? Ach, Rico. Natürlich sind die meisten Trauerbriefe von Angehörigen, deren Männer und Frau von Moritz Stark beerdigt worden sind. Spricht für eine zufriedene Kundschaft, oder? Nicht unbedingt. Hallo. Guck dir mal den an. Schöne Marke. Kein Absender, gedruckte Adresse, vorgedruckter Trauertext. Was meinst du? Schau genau hin. Der Poststempel. Ja, und? Dieser Brief wurde 3 Tage vor Moritz Starks Tod abgestempelt. Genau. Und ich frage mich, warum jemand einen Trauerbrief an einen schreibt, der zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht tot ist. Das frage ich mich jetzt auch. Wieso hast du dir eigentlich die Kondolenzbriefe angeguckt? Naja, ich habe mir überlegt, was ihr wohl so schreiben werdet, wenn ihr mal tot bin. Friedemann, das ist morbid. Morbid. Danke! Es tut mir wirklich leid, aber bei diesem Zahlensalat hier verstehe ich nur Bahnhof. Ein bisschen mehr Respekt, Herr Stoll, damit habe ich die Nacht verbracht. Sehr löblich. Aber kannst du nicht einfach einen Strich drunter machen und mir erklären, worum es geht? Okay, also ganz einfach. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten im Beerdigungsinstitut können die weitestmögliche Entfernung zwischen Täter und Opfer maximal 7,28 Meter betragen. Mhm. Und weiter? Nehmen wir mal an, das Opfer hätte wirklich extrem starke Schädelknochen gehabt. Trotzdem ist ein Steckschuss aus der Entfernung meiner Meinung nach unmöglich. Willst du mir jetzt erklären, dass das Opfer gar nicht im Institut erschossen wurde? Doch. Aber es gibt genau eine Möglichkeit, warum das Projektil im Kopf stecken blieb. Es wurde auf seinem Weg in den Kopf aufgehalten. Ein Querschläger. Das würde aber bedeuten, dass es kein Mord war. Und es bleibt die Frage offen, warum der Schütze sich nicht einfach gestellt hat. Ich stelle nur die Berechnung an. Dafür wirst du schließlich auch bezahlt. Ja. Okay. Wenn es ein Querschläger war, dann gibt es davon sicherlich noch Spuren im Institut. Und das Material ist ziemlich hart. Stein, Stahl. Was auch immer es war, wir müssen es finden. Entweder war er Hellseher oder hat bei Moritz Stark Ableben nachgeholfen. Ja, das sehe ich auch so. Und warum hast du das nicht gesehen? Weil ich nicht auf den Poststempel geachtet habe. Hättest du mal. Ja. Jetzt warte doch erst mal ab, was Rico sonst noch rausgefunden hat. Ich habe mich mit dem Geschäftsgebaren von Moritz Stark beschäftigt. Und offensichtlich gab es in den letzten 5 Jahren ein regelrechtes Bestattersterben. Bestattersterben? Mhm. Es mussten etliche Bestattungsunternehmen ihre Türen zum Jenseits schließen. Ach, du meinst, sie sind pleite gegangen? Zumindest so gut wie. Dank Moritz Stark. Sie hat fast alle Unternehmen im Umkreis von 20 Kilometern Luftradius zuerst an den Rand des Konkurs getrieben und dann zu einem Spottpreis übernommen. Ist es sicher, dass er für den Niedergang seiner Kollegen verantwortlich war? Stark war der Erste, der das Internet genutzt hat, um dann mit einer aggressiven Werbestrategie seine Konkurrenten in die Enge zu treiben. Seine Taktik war es dabei, seine Mitbewerber zu unterbieten. Um 10% plus Trauerkerzen gratis. Stark war nicht pietätvoll, Stark war ein Heuschrecker. Was ist aus den Bestattern geworden, die Moritz Stark ausgebotet hat? 2 sind tot, 2 andere haben sich niedergelassen in Reutlingen und Pforzheim und neue Unternehmen gegründet. Und 3 weitere arbeiten ganz als Angestellte in den Unternehmen, die immer gehört haben. Aber viel interessanter scheint uns ein Institut zu sein, das bis jetzt überlebt hat. Das gehört Lukas Rösler. Der die Einäscherung von Moritz Stark vollzogen hat. Nichts. Haben Sie denn vielleicht irgendetwas verändert in diesem Raum seit dem Tod Ihres Mannes? Gegenstände verrückt? Nein. Wir schreiben. Wir haben alles so belassen. Wirklich, ja? Mit Ausnahme der Urne vielleicht, in der mein Mann beigesetzt wurde. Urne? Sie hat dort gestanden. Das war sein Lieblingsstück. Er hat sie selbst entworfen. Sie war sein ganzer Stolz. Lukas Rösler ist wohl der einzig ernsthafte Mitbewerber, den Moritz Stark noch hatte. Mein Gott, Rösler. Den kennst du auch? Ja, der war eigentlich meine erste Wahl, als ich... Als Sie? Unser Chef hat eine ganz besondere Form von Altersvorsorge getroffen.
Jetzt sagen Sie nicht, Sie haben sich schon Ihr Grab ausgesucht. Ja, meinen Sie, ich will irgendwie Dingsbums, Mozart? Von dem weiß ja kein Mensch, wo der liegt. Sie kriegen ein Staatsbegräbnis. Das ist witzig, sehr witzig. Haha. Sehr witzig. Ich habe gerade mit Röslers Hausbank telefoniert. Ja, und offenbar steckt er in großen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten? Wieso? Ja, die haben ihm den Geldhahn zugedreht, also er bekommt jetzt keine Kredite mehr. Seit wann? Seit 3 Wochen. Und wie es der Zufall so will, handelt es sich bei der Bank um dieselbe Bank, bei der auch Moritz Stark seine Konten hatte. Zufall ist das sicher nicht. Ich habe mich dann mit dem Bankdirektor verbinden lassen und habe ihm die ganze Sachlage geschildert. Lass mich raten. Stark hat damit gedroht, seine Konten aufzulösen, wenn die Bank weiter mit Rösle zusammenarbeitet. Die Bank hat also einen kleinen Fisch fallen lassen, um einen großen nicht zu verlieren. Also im Prinzip hat es dann der Bankdirektor bestätigt, nur dass er sich dabei ein bisschen anders ausgedrückt hat. Fragt sich nur, ob Rösle wusste, auf wessen Betreiben hin ihm die Kredite gesperrt worden sind. Da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht finden wir Rösles Fingerabdrücke auf dem Trauerbrief? Der Trauerbrief ist schon im Labor und wir konnten bereits Moritz Stark Fingerabdrücke darauf sicherstellen. Was beweist, dass er den Brief geöffnet und höchstwahrscheinlich auch gelesen hat. Erklären Sie uns, wie Ihre Fingerabdrücke auf diesen Trauerbrief kommen. Vermutlich, weil ich ihn abgeschickt habe. 3 Tage vor Starks Tod. Er wollte meinen Laden zu einem Spottpreis übernehmen und dann dicht machen. Und da haben Sie Moritz Stark eine verschlüsselte Morddrohung zukommen lassen? Ich wollte ihm nur ein bisschen Angst machen. Was nennen Sie Angst? Der Mann ist tot. Ich führe das Geschäft in der 3. Generation. Wir sind das traditionsreichste Unternehmen in ganz Stuttgart. Wir haben Staatssekretäre und Ministerpräsidenten beerdigt. Sowas schmeißt man nicht einfach weg. Und deshalb sind Sie zu Stark gefahren, um ihm das zu erklären? Ja, wir waren immerhin mal Freunde. Er hat seine Ausbildung bei meinem Vater gemacht. Moritz und ich kannten uns seit über 20 Jahren. Bis er plötzlich anfing, größenwahnsinnig zu werden. Und ihnen das Leben schwer zu machen. Anstatt sich zu schonen, wurde er nach jedem Herzinfarkt gnadenloser. Gegen sich und gegen andere. Da haben Sie gedacht, der Mann muss gestoppt werden. Ja, aber nicht so, wie Sie denken. Ich habe Moritz nicht erschossen. Sondern? Ich wollte ihn zur Vernunft bringen. Aber er hat mich nur ausgelacht. Ein Wort ergab das andere und plötzlich hatte er eine Waffe in der Hand. Verschwinde! Was soll denn das? Moritz! Was ist dann passiert? Er stand einfach nur da und hielt die Waffe auf mich gerichtet. Plötzlich gab er einen Warnschuss ab. Und dann lag er da. Laden abgeschlossen, um die Leiche herzurichten. Warum haben Sie nicht die Polizei gerufen, wenn es angeblich ein Unfall war? Wer hätte mir das denn geglaubt? Aber Sie wussten doch, dass die Kugel noch im Kopf steckte. Ja, natürlich. Aber nach diesem ganzen Albtraum war ich einfach bloß froh, als ich das Tor zur Brennkammer öffnete und Moritz' Leiche den Flammen überging. Asche zu Asche. Plus ein Projektil. Sowas habe ich auch noch nie gemacht. Und? Hier. Gibt es eine Beschädigung, die von einem Projektil stammen könnte? Könnte? Sagen wir, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit stammt diese Spur von einem Querschläger. Wollen Sie damit etwa sagen, dass mein Mann sich selbst erschossen hat? Ja. Ihre Aussage scheint sich zu bestätigen.
Wie es aussieht, wurde Moritz Stark tatsächlich von einem Querschläger getroffen. Eine Frage habe ich trotzdem noch. Warum haben Sie Stark dieses Grinsen verpasst, als Sie ihn hergerichtet haben? Habe ich doch gar nicht. Die Mundwinkel haben Sie von alleine hochgezogen. Von alleine? Ich glaube, dass sich im Tod das wahre Gesicht eines Menschen zeigt. Aber vielleicht war es auch nur eine Laune der Natur. Bin ich denn jetzt verhaftet? Boah! Mann, ist die schwer. Ja, die ist auch aus Titanstahl. Wenn Moritz Stark sich mit Bronze begnügt hätte, wäre die Kugel einfach stecken geblieben. Ach, ist man immer schlauer. Ja, es ist meistens zu spät. Ich habe übrigens meinen Vertrag mit dem Bestattungshaus Stark aufgelöst. In meiner Stellung steht mir ja ohnehin ein öffentliches Begräbnis zu. Sehr gut, Herr Kaiser. Sie können sich auf uns verlassen. Wir werden da sein, alle. Sie können es ja wohl gar nicht mehr erwarten, Herr Stoll. Wenn einer uns alle überlebt, dann Sie. Naja. Herr Kaiser, ich meine, was soll Ihnen denn groß zustoßen? Oben in Ihrem hübschen, warmen Büro. Thank you.